Boah, ohne Witz, tötet die mal. Fehl, töten. Jetzt laufen sie direkt. Das ist doch nicht. Die Männer, ihr habt euer Ziel. Nehmt die Deutschen mit in den Tor. Infanterie hat uns gesichtet. Auf sie, ihr Hunde. So, und schon haben wir es erobert mit der Brecheisentaktik. Einfach alle Truppen reinschicken. Wenn es sein muss, bis in den Tod, aber es klappt. Es klappt. Schützen, Berra, was glotzt ihr so? Waffe aufnehmen! Ja? Greif die doch an. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Reit. Wir sind keine echten Soldaten, aber sie werden reichen. Rekruten. Ja, das reicht schon. Bemannt das MG. Straft immer weiter. Immer in Bewegung bleiben. Jagd durch den Tag. Da, da. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Strafbataillon erwartet Befehle. So, ich glaube, im Moment sieht es eigentlich ganz okay aus. Da hier, das könnt ihr noch rum. Das ist denn Granatwerfer, gut. Minesu wird weiter repariert. Wird das weiter repariert? Repariert das noch weiter. Der Motor ist nämlich kaputt. Können die den Motor überhaupt reparieren? Ich weiß gar nicht. Werden sie doch wohl hinbekommen, Motor zu reparieren. Keinen Schritt zurück, Genossen. Oh, wie süß. Feindlicher Trupp greift an. Blick nach vorne konzentrieren. Augen auf. Was bringt das denn? Unser Hauptquartier steht unter feindlichem Beschuss. Ist ein Grafikfehler, oder? Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. So, okay. Ich würde sagen, wir marschieren jetzt auf dieser Straße da weiter. Nehmen die hier mit. Kommt auch schon auf die erste Fallen auf. Oh Gott, das ist nochmal eine 8,8 cm Flugabwehrkanone. Aber mit der Brecheisentaktik kommen wir da schon durch. Da hat die Brecheisentaktik doch gut funktioniert. Ja, das ultimative Opfer für ein höheres Ziel. Auch da sind noch ein paar. Komm, ich setze mir auf die Straße da hin. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Eid. Unser Hauptquartier steht unter feindlichem Beschuss. Hier habe ich auch Truppen zur Abwehr. Ihr seht ja, ist schon fertig. Alles kein Problem, wir fahren da durch und eliminieren alles. Fällt er da einfach durch? Oh, nochmal eine 8-8. Ich schäme da ganz schön eine Menge. Keinen Schritt zurück, Genossen. Befehle.
mein Sunny, mein Reparaturmensch, der ist tot. Ach nee. Also mal bitte den Guten hier reparieren. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Die Männer sind bereit. Ab. Außer von dem, der hier bitte reparieren soll. Jetzt mach das doch mal kaputt, das Haus. Ah, geht doch. Sollen reparieren. Die Stellung fürs Vaterland. Jagdpanzer bereit. Straftrupp. Wir bekommen bald Flammenwerfer. Nicht nur bald, in wenigen Minuten. Oder eher Sekunden. Der hat schon 3 Sterne, der Gute. Hier mitten müssen wir nicht unnötig sterben lassen. So, dann verlegen wir eben alles nochmal in die Richtung, wenn die da mit größeren Geschützen, wenn die mit den Panzerschrecks kommen wollen. So, geht doch. Ja, ist doch egal. Wollen wir jetzt einfach wieder neue Infanterietrupps. Russland ist groß, Russland hat eine hohe Bevölkerung, also relativ hohe, jedenfalls relativ schlecht zu der Größe des Landes, aber trotzdem. Reicht das? Okay, holen wir eben neue. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Steht auch noch was. Die Brecheisentaktik wird in diesem Spiel quasi eigentlich sogar provoziert, weil man hat unendlich neue Truppen. Wenn sich die tot kriegt, man da unten einfach wieder neue, ohne wirklich was. Ey, man muss nichts dafür bezahlen eigentlich. Nicht nur eigentlich, man muss nichts dafür bezahlen. Das Spiel will quasi, dass man das so spielt, irgendwie, ja, vermute ich mal. Das macht gar keinen Sinn. Noch eine Sun Auftrag geben. Ja, lächerlich. Was muss getan werden? Jetzt los. Straftrupp einsatzbereit. Marsch, Straftrupp. Leute, wir rücken ab. Brauchen Sie einen Sinn? Nein, haben wir Flammenwerfer. Frische Rekruten sind eingetroffen. Ach, kommt die auch da oben raus, die mechanierte Panzerkompanie? Ja, kommt sie, okay, dann können wir direkt dahin gehen. Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich. Wir haben die Verbesserung. Hier sind keine Feiglinge. Abrücken. Dann klappt es natürlich auch so. Dann klappt es natürlich auch so, wie ich mir das hier vorstelle. So, jetzt haben wir noch eine schöne SU bekommen. Eine weitere. Die Männer sind bereit. Jagdpanzer bereit.
erwarten Ihre Befehle. Jetzt müssen nur noch die da ankommen. Jagdpanzer bereit zum Einsatz. Dann können wir weiter unsere, wie ist die Nummer? Eisenbrech? Nee, Brechstangentaktik oder sowas. Ein paar deutsche Widerständler, alles kein Problem, was wir hier an Feuerkraft haben. Befehl 227 wurde aufgehoben. Dann burscheln die uns helfen hier einfach mal durch. Unseren ganzen Truppen hier. Und der läuft, ist aber auch tot. Ich glaube, wir müssen auf der Straße hier mal weiter. Unsere Späher melden Panzerwerfer im Nordosten. Los! Schön. Ah, ein Ostwind! Oder nee, doch, Ostwind. Noch ein Schuss. Er lebt auch nicht lange. Der Schuss durch Panzerwerfer. Oh, da. Dann erledigt ihn mal ganz schnell. Gut, gut gemacht. So, tot. Weil hier ist es hier noch ein Panzerwerfer. Ich weiß gerade gar nicht genau. Oh, da ist noch ein Panzerkampfwagen 4. Oder 3. Mal kurz gucken. Oh, nein, Panzerkampfwagen 4. Wir haben das Feuer auf unser Rücken. Die Infanterie hat uns gesichert. So. Raketensperrfeuer! Einschlagzone räumen! Wo denn? Ja, Raketensperrfeuer, geht da mal weg. Ja, da sterben ein paar. Lustig, egal. Egal, das können wir jetzt einfach mal ignorieren. Wir kriegen ja, das Spiel provoziert diese Taktik. Wir kriegen einfach neue Truppen unendlich. Mörser bereit? Leute, wir müssen diese Stelle sichern. Getötet. Zerobern war dort. So. Oh, jetzt das Befolgungslimit wurde sogar gerade eben noch erhöht. Das heißt noch mehr Panzer. Zeit, das Schloss anzugreifen. Brechen Sie mit der ISU 152 das Tor von Weitem auf. 52 unterwegs. Ein MG Kaliber 50 wird nachgerüstet. Unser schweres MG ist da. So, die bleiben jetzt alle erstmal einfach hier. Können den von mir aus töten, was weiß ich. Der bleibt mal da oben. Sie brauchen
Und die SU geht dorthin. Und die SU geht dorthin. So wie es sein soll. Boah, da feuert auch die ganze Zeit hier. Jetzt macht hier doch mal was. Guck, da ist noch ein Panzer irgendwo. Bereit machen zum Stellungswechsel. Da. Ignorieren wir einfach die paar Typen da. Ihr müsst jetzt los. Brandartillerie, voll können wir jetzt hier reinsetzen. NKVD-Offiziere abgerückt. Hehehehe. Wenn da jetzt Brandartilleriefeuer wirklich reinkommt. Okay, das hat gesessen. Aber da leben noch eine Menge, aber okay. Hat zumindest gesessen. Kommt, SU, ignoriert die bisschen Infanterie, die da rumsteht, und fahrt da jetzt einfach hin. Nein, das sind keine SU, das sind ISU 152. Oder? Doch. Ja, doch. ISU 152. Oh Gott, ich soll die beschützen. Oh Moment, Moment, oh Gott. Okay. Moment, dann speichere ich jetzt mal kurz. Ah, speichern, speichern, speichern. Speichern. So, weil wenn die jetzt sterben, habe ich keine Lust, die ganze Mission nochmal neu zu machen. So. Verloren. Schützen Sie das zweite, es gibt keinen Ersatz. Okay, gut, dann schützen wir das auf jeden Fall. Alle Truppen, die wir haben, kommen jetzt mal bitte hin und beschützen gefälligst die ISU. Oh, die Schluck 3 können sich sogar holen. Welche Deutschen jetzt erschossen werden. Gott, was hier echt gerade abgeht, das ist echt krank. Aber gefälligst soll jetzt einfach alles, was die Deutschen hier noch mobilisieren, zerschossen werden. Auch der Ostwindpanzer da. Auch der. So, jetzt kann der Tor zerstören. Straftruppen stehen bereit.
können andere Panzer da auch drauf schießen. Macht der da Schaden dran? Ich weiß es nicht. Ne, der bringt gar nichts. Okay. Wir können trotzdem schon mal alles hier in Position bringen. Und beschießen, was hier kommen will. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Und das Tor ist kaputt. Oh, das war die Mission. Einsatz ausgeführt. Die Mission war eigentlich auch ganz cool. Sehr panzerlastige Mission, aber war cool. Die ISU 152 haben guten Dienst gemacht. Schauen wir uns mal das Profil an. Hauptgefreiter. Oh, Hauptgefreiter. Jetzt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haut rein und jo. Ciao, ciao.